sie auf uns geschossen. Wer ist da? Nee. Emma aus der Zukunft. Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Und es gibt ja noch die zwei vom Anfang im Auto. Die waren noch in dem Keller drin. Aber wir wissen nicht, ob sie tot waren. Vielleicht kommen sie. Das sieht schlimm aus. Ach, Scheiße, Dylan, was ist das? Oh mein Gott! So ein anderer Schlüppi, oder? Die hatte einen anderen Schlüppi an, als sie da gerade. Falscher Moment. Wie dir nicht mal eine Sekunde ausgereicht hat, um sie am Schlüppi zu erkennen. Ich bin wirklich geschockt. Es war halt... Entschuldigung. Aber, was auch schon wieder komisch war, warum haben sie jetzt nicht erzählt, was passiert ist? Sie haben wieder die Hälfte einfach nicht erzählt. Ja, weil das, glaube ich, so dieses jugendliche, ich muss der Starke sein, so, wie der andere ja auch nicht erzählt hat, dass er da hing und er losgeschnitten wurde. Nein, er hat gesagt, er hat dem anderen eine reingehauen, was ja auch nicht passiert ist. Jugendliche Stolz. Ich habe keine Karte. Ich habe wieder keine Karte. Da kam ich. Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Stimmt. Aber ich glaube, bisher wurde man zu allen. Lass uns doch mal sehen. So, wir haben nichts. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden. Du musst nur suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Mich ärgert es. Zwar war man so schlau und hatte dieses Signal schicken wollen und trotzdem wurde man gebissen. So. Stimmt. Aber selbst das haben sie ja nicht mal erzählt, ne? Dass der, sie hätten ja wenigstens sagen können, hey, ich hab da... Ja. Und dass der Nick aussieht wie der allerletzte Zombie, fällt anscheinend auch keinem auf. Ja. Was war mit ihm jetzt nochmal? Er ist zurückgerannt, um zu finden oder so, oder? Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Kann ja auch nicht Emma sein. Ich meine, derjenige wird sie doch nicht dahin geschliffen haben, um sie in den Pool zu schmeißen, oder? Du musst von der Insel runter bis ins Camp. Vor allem, finde ich, sieht das Monster schon sehr danach aus, als hätte das keinerlei menschliche Reste mehr, weißt du? Also, ja, ja. Dass das irgendwie nachdenkt und das die Emma da rumschleppt, ja, würde ich jetzt auch mehr als wahrscheinlich bestimmen. Wollen wir uns gleich sehen. Mal gucken, ob da jetzt nur so ein Blutfleck ist, oder... Ist das jetzt wieder hier der Bereich vom... Ja, ja, das ist der Baumhaus. Ist da? Ja, das bist du vorhin schon gelaufen. Das ist ein anderer Steg. Nein. Aber hier ist weder die Zipline noch die Leiter. Doch, doch, das ist ein anderer Steg. Na, laufen wir. Ziemlich sicher. Puh, okay. Da will man echt nicht fallen. Okay, wieder Info. Sieht mehr aus wie so ein Anliegestell. Vielleicht holen wir erst das Boot. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Was ist merkwürdig? Das mache ich auch mal, wenn mir was nicht gelingt. Ich meine, es kam nur ein Ton, als er auf dieses Brett getreten ist, aber jetzt finde ich nichts. Der denn da?
Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren. Jetzt auch in den Schlippi? Vielleicht ist da ja was drauf. Tatsächlich. Schau mal. Wird langsam eng, ne? Ich meine, man sieht ja auch nichts, also egal. Ich schau mal vorne. Schwer zu sagen, ne? Also ich meine, allein diese Sicherungsteil fürs Auto müsste ja schon eine Beule geben. Das stimmt. Vor allem während man läuft, ich meine, das... Liegt, ne? Eigentlich schon. Eigentlich ich kenne mich da aus, ich habe auch Autos. Anderes Thema, so. Frag dich offline dann weiter aus. Oh Gott. Ich mag ganz hier besser. Von dem die Aufnahme ist. Rechtschreibfehler in einem Wort. Das stimmt. Das ist ein bisschen viel, ne? Los. Was bringt denn rausziehen? Rausziehen kannst du das nicht. Du musst es so aufbrechen, bis es wieder offen ist. Würde ich auch sagen. Ziemlich viel Kraft, die er wohl hat. Vielleicht gibt es das Wort Loseisen doch. Aber gut, ich meine, rausziehen hat ja damals bei dem Stacheldraht unter Wasser schon geklappt. Ne? Da haben wir auch gedacht, der reißt sich einen ganzen Arm ab, wenn er da jetzt rauszieht. Ich weiß nicht. Ich bin für Loseisen, oder? Vielleicht läufst du jetzt mit dem Ding weiter. Mit der ich weiß es nicht. Ja, vielleicht schneit es auch plötzlich und es fungiert als Schneeschuh, man hat keine Ahnung. Ich bin für Losreißen. So, das ist... Fuck! Fuck! Verriechst du jetzt nach zweierlei? Könnten Sie! Könnten Sie, wie er anfängt, noch nett zu sein? Puh. Aber wir haben ja schon gelernt, die Jäger scheinen nett zu sein. Sie wollen zumindest nichts den Kindern. Doch, es ist Emma. Nee. Könnte der Schlüpper hingekommen? Ich wollte gerade ihre Haare halt ansprechen. Hellerer. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Ich finde, er ist klar. Sollen wir was tun? Ah, wir waren noch lange. Also, wir waren die ganze Zeit, waren wir eher die Vernünftige statt die Mitführer. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Sag ich doch, es ist nicht Emma. Kaylee. Ja. Dachte ich auch.
Du sollst mal mit dem und Leute. Arme Kelly. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey. Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das. Pass auf, ich meine Tarn. Nick? Jetzt frisst er die Leiche, oder? Alles okay? Sollte mal aufhören. Nick, Mann! Nick helfen? Die trösten. Sorry, aber da will ich jetzt nicht. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab. Sicherlich war was in dem Wasser. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Ja, das bist du, Abigail 1. Spieler 1 stand da. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt, nicht ohne Beweise. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Ich finde aber, vielleicht ist das jetzt vom Spiel nicht so gedacht gewesen, aber er sah vorher in der Szene schlimmer aus. Also noch dunkler und mehr Adern im Gesicht als gerade eben, das oder? Das Gefühl habe ich auch, dass er so einen kleinen Reset bekommen hat. Nicht, ob das einfach nur vom Spiel her ein Grafikbug, sag ich mal, war, oder ob es wirklich mit dem Wasser vielleicht zu tun hat. Es sah so aus, als wäre im Wasser auch so Dampf aufgestiegen, ne? Ich muss auch sagen, es sah grafisch jetzt nicht so gut aus. Im Vergleich zum Rest der Grafik vom Spiel war das, finde ich, jetzt gerade nicht so. Entschuldigung, jetzt habe ich... Sehr gut. Weißt du, das konntest du jetzt nehmen, ohne dass eine Zeit ablief. Stimmt, ja. Aber hat man auch nur gefunden, weil man halt da reingelaufen ist. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rette dir vielleicht das Leben. Haben wir das schon mal gehabt? Sind wir da schon mal draufgekommen, dass die Karten einem vielleicht verraten, wie man Leute nicht verliert? Vielleicht hat die Karte einem gerade einen Hinweis gegeben, wie man spielen muss, damit keiner stirbt. List bringt dich weiter. Vielleicht kommt man nachher zu einer Entscheidung, ob man eine List anzuwenden. Schauen wir mal. Es hieß ja auch, du sollst dem Stern vertrauen. Gab es eine Entscheidung dazu? Nee, bis jetzt noch nichts. Es war so anders. Ein Collectible? Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. So ähnlich wie ihre Zeichnung, ne? Ja. Und auch wieder bei Vollmond? Hier, vor nur 12 Stunden. Was
war jetzt meine Mission, was ich tun sollte? Du sollst was Bequemes finden. Achso. Ich dachte eigentlich, sie will dich nur ein bisschen weglocken. Typen. Den ersten zwei warst du noch. Ich habe jetzt nur noch eine Matratze vielleicht oder was Ausschau gehalten. Dann auf Aber er hat im Kopf schon so Tücher gehabt. Ist gar nicht. Okay. Ich mal duschen kannst du hier. Ja. Aber du weißt doch noch nicht. Ich würde noch in die drei gehen. Die Klos? Ja. Einzige Tür, du hast sie gleich als erstes gefunden. Und hinten? Ich dachte, ich war jetzt überall. So besser? Ja. Echt jetzt, man hat wirklich nichts tun müssen eigentlich? Hey. Da hinten Schränke waren. Das sah wieder eigentlich recht normal aus, muss ich gestehen. Ja, so ein bisschen die Äderchen. Das sind noch Schränke, oder? Nicht viel. Nichts tun. Ja, das bin ich. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Ah ja, okay. Chris Hackett. Ah ja, und sie in der Mitte müsste jetzt theoretisch die im Pool gewesen sein. Ne? Ja. Okay, und was mit Chris passiert ist? Wissen wir noch nicht. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Das darfst du nicht falsch antworten. Okay, falsch wäre wahrscheinlich rechts, oder? Ich würde schon sagen, weil... Er will dich ja, und wenn du ihn jetzt zurückweist, könnte das gerade schlecht sein. Und links, ich mochte unsere gemeinsame Zeit, ist auch echt... Ja, das stimmt ja auch. Entspannt, würde ich sagen. Nick... Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Da konnte man nicht glauben. Läuft uns dann so. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Alles klar. Warum hast du mich, Abby? Ich finde
denn du bist anders komisch? Weil er ist ja erst anders, als seitdem er so geworden ist, oder? Vorher hat sie ihn doch nicht gehasst, oder? Ja, richtig. Ich weiß auch nicht. Schwierig. Aber wie vorhin würde ich eher Mitfühlen nehmen, weil ich will ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt provozieren irgendwie, oder? Es kann auch sein, dass er das jetzt so als Lüge abtut. Von wegen, lüg mich nicht an. Aber gut, da wissen wir nicht, wie das vom Spiel her ist. Ja, es ist schwierig, ja. Nick, vielleicht kann das man hier tue ich nicht. Das, wie gesagt. Doch, doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott, ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Ach, mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Sorry, dass ich jetzt gleich geschossen habe, aber mir war jetzt irgendwie so nach, da ist nichts mehr zu machen. So. Ich wusste gar nicht, dass du schießen kannst. Ich dachte, du sollst nur ansehen. Achso, nee, ich konnte. Oder halt nichts tun, wäre die andere Möglichkeit gewesen. Das habe ich gar nicht so schnell gelesen. Schau her. Oh Mann. Aber wie gesagt, die Situation hat sich so angefühlt, als wenn ich nicht geschossen hätte, wäre wahrscheinlich... War schon richtig. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nochmal zusammengefunden hätten. Also, doch. Meinst du? Ja. Über deren Nachwuchs. Du hast es jetzt verhindert. Boah, das wären so süße Wolfsbabys geworden. Ganz flauschig. Er ist tot. Er ist tot. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Abby. Er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Ich schon. Nein. Nein. Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... Das war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Ich würde aufmachen. Du? Würde ich auch.
also das andere. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Ja, nimm die Hände hoch, okay? Sieht da hinten total fertig. Ist die vom Anfang? Die sieht doch ganz anders aus. Wollte ich auch gerade sagen. Oder? Hätte ich jetzt auch nicht wiedererkannt. Ich hab die Karte gefunden. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Wie gebracht hat's bisher noch nicht. Das stimmt, ich finde, die Karte hat mehr damit zu tun, mit dem, was gerade passiert ist, ne? Dass er zum Wolf geworden ist und quasi den Mond so anheult, also so ein bisschen. Ich finde, die Karte spiegelt aktuell mehr wieder das, was gerade passiert ist, als das, was vielleicht weiterhilft. Aber wir können ja jetzt mal verstärkt darauf achten, ob wirklich eine List irgendwie kommt und das was bringt, oder? Soll ich mehr sehen machen? Klar. Ist ja alles am Fetzen. Ja, so richtig. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ja. Ist das nicht furchtbar aufregend? Einer hat's schon erwischt. Ja. Es tut mir leid. Ich habe die Hoffnung, dass sie überlebt. Bestimmt. Absolut. Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Tür schließen? Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Sieht aus wie Lara Croft und Tomb Raider. Das ist sie, ja. Hast du die Wunde noch? Das Auge. Sieht man bestimmt diese eklige Augenszene. Verdammte Kids. Ich denke mal, der war schon in dem Gefängnis drin, der Max. Hat sich dann verwandelt. Also ist jetzt neben mir in der Zelle schon verwandelt. Meinst du, er hat ihn erschossen? Klang nicht so. Klang eher wie die Szene mit dem Häuten. Was ist mit Max? Sei still. Sie kann nicht! Sei still! Gefüttert, was deine Zelle war. Das hier ist deine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name.
klingt so, als würde es auch aufs Gleiche hinauslaufen. Ich war richtig. Was machen an der Stelle? Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley. Er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp. Das wissen Sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Schau, der hat auch das Auge, was nicht stimmt. Ich würde mit ihm zusammenarbeiten. Was willst du denn jetzt machen? Ja, bin ich. Schön. Was wollen Sie wissen? Ah, gut. Ah, warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Ich würde mitspielen. Ich würde ihn jetzt nicht noch mehr aufbringen. Ja. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt ein erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Hören Sie auf mit dem Scheiß oder bitte hören Sie auf, mich einzuschüchtern? Dasselbe, oder? Ja, die Mädchenschiene fahren ist immer... Können Sie aufhören, mich einzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist? Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand! Was? Um sich schlagen? Ich weiß nicht. Ist das mädchenhaft? Ich hab es nicht! Ich hab es nicht! Mann! Das wird ich lieber lassen. Fuck! Ah, du hast dich... Ich weiß, ich hab dich verunsichert, du wolltest nicht drücken, ne? Ich wollte nicht drücken, nein. Guck mal, er lebt noch. Was war das denn für eine Blutfontäne da? Arschloch! Ist doch ein anderer, oder? Sagen wir uns endlich, was hier vor sich steht! Max! Haben Sie gehört? Er hat uns so oder so wieder da reingehauen. Ja. Fuck! War nur nicht die Mädchenschiene. Max! Alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Du wurdest doch angegriffen. Sie wurde angegriffen anscheinend. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut. Völlig nackt ist das. Und anderes Zeug. Man merkt den Schlippi, vielleicht kann man so... Ich meine, was ist nur passiert? Wandelt man sich vielleicht am Tag zurück? Das wäre vorhin, als er diese Blutfontäne da gemacht hat, das wäre meine nächste Theorie gewesen, dass vielleicht der Cop sich spontan in den Werwolf verwandelt hat, ihn gekillt hat und dann wieder zurückverwandelt hat. Ja, oder der Typ hat sich in dem Moment zurückverwandelt.
platzt das auch so wie so ein... Aber vorhin, als der Nick zum Werwolf wurde, ist ja richtig so die Haut weggeplatzt. Also ich meine, wie soll das wieder zurückkommen? Ne? Also ich meine, gut... Ja gut, es kam ja auch eine zweite Haut hinterher. Also es ist so oder so schon unlogisch. Der Hulk kann sich auch wieder zurückverwandeln. Enttäuscht? Ich hatte gehofft, du wüsstest das. Oder misstrauisch? Er wollte ein Geständnis. Naja, die erzählen sich ja wenigstens gerade mal alles, ne? Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Nein, er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Sarkastisch, wir brauchen keine Erlaubnis. Im Gegenkommen schon gut zu... Ich würde kuschen. Obwohl es nicht zu ihrem Charakterwesen passt, muss man sagen. Schon gut, Sir. Wir sind still. Ach ja? Max? Sag gleich auch nochmal um mich. Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Siehst du? Na schön. Trink mir nicht die Zunge raus, ich bin nicht auf seiner Seite. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen Hände wir. Weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Ich will noch wissen, was diese Blutfontäne da vorhin war. Sie haben ja schon noch verfahren. Hey! Hör auf jetzt! Besorgt, lassen Sie ihn. Bleib ruhig, Max. Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Entschuldigung, ich verhalte mich. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Die Beziehung ist um. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches.